Servus Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Lautstärke lauter gemacht und ja, ich wollte ja gucken, wie ich da rüberkomme. Ich weiß noch nicht wie, vielleicht. Na, komm mal rüber. Ich darf was sehen. Ist da irgendwas zum Klettern? Nö. Nö, nö, nö. Hier, oder? Vielleicht an den Ranken. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommen wir da auch noch irgendwie anders vorbei. Na. Das hat super funktioniert. Gehen wir da gleich hoch. Nö. Mal gucken, ob wir vielleicht hier noch eine Höhle finden. Da kommen wir hoch. Halt dich fest, Mädel. Richtig voll, yeah. Oh, da hinten sehe ich noch was. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Wirklich viel lauter kann man das aber jetzt nicht vor. Da muss ich lang, dann gehen wir hier. Da rüber. Die Frage. Ah, da unten sehe ich doch was. Na, gibt's auch. Ich glaube nicht, dass ich jetzt darüber komme. Wenn ich es versuche, falle ich ein Stück runter. Will ich nicht. Okay. Das war schon wieder Failing Punkt 1. Steuerung, ey. Ich komme mit der noch nicht so ganz klar. Habt ihr eigentlich hier Tomb Raider oder Tomb Raider oder das sage ich nicht. Spielt ihr das eigentlich mit Maus und Tastatur gespielt oder Gamepad? Ich kann es ja mal mit Gamepad versuchen, vielleicht lässt sich dann besser spielen. Ja, komm, gib die Kiste her. So, und jetzt da lang. Die Wand. Da war da noch was. Da ist ein Vogel und das. Kann ich nicht erkennen. Vogelnest. Keine Ahnung. Darüber kann man da noch lang. Nö. Nö. Die Brücke hört sich irgendwie ungesund an. Oh, das war zu früh, das war viel zu früh, das war viel zu früh. Ja. Der Fail der Folge, wäre ja langweilig ohne. Könnte. Ich glaube, das war so früh, oder? Nein, reicht noch. Lara, bist du da? Wer bist du? Reyes, wo bist du? Reyes? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Bitte! Das muss alles nicht sein! Wow! Solche Serien auf... Okay,
Suchen wir sie! Eins, wie? Er lebt noch. Scheiße, falscher Ding! Ist er tot? Ist tot. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Brauche ich Feuer. Gucken wir mal, dann vielleicht gleich mal noch ein Lager finden, dass wir unsere Waffen ein bisschen upgraden können. Ich auch nicht. Ah, Lagerfeuer. Kommt jetzt wieder eine Zwischensequenz oder was? Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut! Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch.
Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf. Ja. Reiß dich zusammen. Wir bauen jetzt erstmal die Waffe um. So, jetzt belüfteter Schlitten, Präzision und Schaden, Schussfrequenz. So wie ich schieße, ist wahrscheinlich eine höhere Schussfrequenz besser. So, jetzt brauche ich für den 200, 450, okay. Das Ding kann ich nicht upgraden. Dann gehen wir weiter klettern. Gucken, ist hier noch was? Da, direkt vor mir. Da ist doch auch noch was. Ein Pfeil, oder? Komm ich nicht hin. Egal, dürfte eh ziemlich voll sein. Nee, nix. Pst. Egal. Eigentlich erst den da oben erschießen. Nur da. Na komm, wir schießen erst den. Den anderen finden. Machen wir das Licht aus. Wo ist denn der andere Typ? Hier ist der dahinter? Da, aber ich glaube nicht, dass ich da durchschießen kann. Oh, doch. Ah, da steht ja noch einer. Da ist noch ein paar. Verfehlt. Verfehlt. Getroffen. Ja, da war noch einer. Nix. Schön, mehr Pfeile sind immer gut. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier alle ab. Ansonsten renne ich wahrscheinlich gleich in der Falle rein. Hier habe ich überall Feuer. Habe ich was zum Abfackeln hier? Ist das eine Kiste? Jemand da? Keiner da? Oh, keiner da. Ah, da ist einer. Nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Scheiße. Hilf dir mal einer! Und darunter diese Waffen! Aha. Oh, kann ich das Ding benutzen? Oh, hi! In die Nüsse. Ach, nicht getroffen. Mann. Pyromane. Ach, der fackelt sich nicht selbst ab. Oh, die Lampe aus.
geht aber echt schnell mit diesen Plünderdingern da. Und ich sehe gerade auf meinem Timer, die Zeit ist ja schon wieder abgelaufen. Ach, das geht aber so schnell bei dem Spiel. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!